Reiter benötigen ein ausgeprägtes Bewegungsgefühl und ein gutes Gleichgewichtsempfinden, um ein harmonisches Zusammenwirken mit dem Pferd zu erreichen. Bewegungsexperte Eckhard Meiners, ehemaliger Dozent für Sportpädagogik an der Uni Lüneburg, entwickelt seit über 30 Jahren Aufwärm- und Bewegungsprogramme, die speziell auf die Anforderungen des Reitens abgestimmt sind und die dazu beitragen, in einen natürlichen und harmonischen Dialog mit dem Pferd zu finden. In diesem Film stellt er zahlreiche Übungen vor, die im Sattel ausgeführt werden. Eckhard Meiners hat das 6-Punkte-Programm im Sattel entwickelt, das Übungen für die zentralen, funktionalen Bereiche des Reiterkörpers bereithält. Erster Bereich: Kopf, Hals, Nacken. Der Kopf hat steuernde Funktion, das heißt, der Kopf führt und der Körper folgt. Die Freiheit von Okzipitalgelenk und Schädelknochen leitet ganzheitliches Reiten ein. Zweiter Bereich: Brustbein und Brustkorb. Mobilität in dieser Zone verhilft zum Drehsitz und zu verbesserter Zügelführung. Dritter Bereich: Muskel- und Sehnenreflexe. Das Golgi-System reguliert den Spannungszustand des Körpers. Viele Reiter haben zu hohe Spannungen, die mittels weicher, zupfender Berührungen abgebaut werden können. Vierter Bereich: Kreuz, Darmbein, Gelenk und Mobilität im Becken. Das Becken ist quasi der Motor des Menschen. Je flexibler es ist, desto besser kann der Reiter mitschwingen. Ganz entscheidend ist dafür, dass das Kreuz-Darm-Bein-Gelenk frei von Blockaden ist. Fünfter Bereich: große Gelenke. Bewegungsmangel und einseitige Belastungen können mit Übungen für die großen Gelenke kompensiert werden. Sechster Bereich: Cross-Koordination. Über Kreuzbewegungen sind elementare Voraussetzungen für den Drehsitz sowie wichtig für das Erlernen der diagonalen Hilfengebung mittels Zügeln und Schenkeln. Das richtige Treiben gehört zum originären 6-Punkte-Programm am Boden. Treiben kann im Sattel nicht geübt werden, ohne das Pferd zu beeinflussen, also entfällt es hier zugunsten der Cross-Koordinationsaufgaben. Hier sehen wir die Olympiasiegerin Heike Kemmer, die seit mehreren Jahren mit den Übungsprogrammen von Eckhard Meiners erfolgreich trainiert.